The problem from the Great Synagogue in Vilna is an alte problem. Ich damozach die Zeiten, wenn ich bin gegangen in Gymnasium, ist noch gesteht auf unserer Welt, gesteht die Synagoge, gewinnt ein bisschen vernichtet, aber nicht. Und nachdem ist gekommen eine Direktiv von Suslov, der gewinnt der Kardinal von Stalin da in Vita, und er hat gesagt, man darf das annullieren. Und sie ist gewesen vernichtet. Und auf dem Ort gestellt ein Kindergarten für litwische und nicht für litwische Kinder. Ich meine, ein Problem ausstellen, wegstellen, ja, zurück die Schule, ist aktuell bis jetzt. Sind da Menschen, die mir von das machen, ein großes Business. Ich meine, als die Schule, die sie da in Vilna Choral Synagoge, glaubt nicht die Menschen, wenn sie auf ihren Teven, auf Purim, auf Neujahr, auf Yom Kippur, ist was, will sie machen von das, ich meine, sie will nur machen ein Business für Geld. Und das ist ein Projekt, was wird kosten sehr und sehr teuer. Und ich meine, also solche Geld übergeben für historische verschiedene Sachen, für Menschen, was haben nicht was zu essen und so weiter. Ich meine, also man darf anmerken, dem Ort, ich weiß nicht, noch keine so ein Projekt, wie wir gerne machen, eine Kolonne. Wir können machen eine andere Sache. Sie doch verschiedene Projekte. Und das wird sein der beste Variant. Weil eben steht eine Schule, wo es kommen nicht Menschen. Versteht? In die Zeiten, wo es alle Zeiten ist, alle in Vilna gewinnen 100 Schulen und Häusern. Und ist da geblieben eine, aber die mehr haben nicht verstehen. So was kennen, kommen und darf. Ist meine Meinung, als der Projekt darf nicht sein organisiert, aber man darf machen nur einen Ort, als man soll wissen, dass da ist gewesen die große Schule, die historische Schule. In Vilna hat das nicht keinen Sinn. Ja. Es darf sein eine Kolonne, es darf sein verschiedene Kennzeichen sein. Wir können ausgraben das, was geblieben ist, dort ein bisschen. Das habe ich getracht, mit etlichen Jahren zurück. Haben sie ausgegraben in einem Tag, sehr dicht, der Morgen Kedisch, und danach haben sie es verschotten. Ich habe gedacht, wir können das lassen, mit der Gloss. Das war sein der beste Weg. Mit der Gloss und mit der Schild. Aber es gibt auch Menschen, die sind sehr verinteressiert, machen eine Karriere von das, machen sie sehr Business. Ich meine, es ist ein zu teurer Projekt. Ja, danke. Ein großen Dank.